Es geht ab gegen den BVB in der Fußball-Bundesliga. Och, hast du süße, kurze, stinke Finger. Ja. Zeig mal deinen. Ja, in meiner Mini so ein Wurstfinger, Alter, der so schmal ist, ey, wie sein. Wie so ein Nagel oder so, ey. Ja, wenigstens hab ich nicht solche Finger, die so breit sind wie eine Bockwurst. Hab ich auch nicht. Ach klar. Nee. Was hast du noch nicht da gemacht? Wieso bist du da so angemalt? Ja, ich hab Hausaufgaben gemacht. Ach so, und da ist man tagelang noch angemalt davon? Nee, ich hab's heute Morgen auch nochmal gemacht. Ich hab nicht was vergessen gehabt. Ja, und irgendwie läuft mein Füller aus. Schrecklich, ne? Oh, der Kleine schreibt noch mit Füller, süß. Ja, klar. Kannst du jetzt die Sachen noch wegkillern? Oh, süß, er killert auch noch. Ja, oh, süß. Oh, wie putzig. Das ist auch. Oh, der Kleine. Oh, süß. Ist auch völlig gerechtfertigt, noch zu killern. Denn besser als mit Kuhschreiber zu schreiben, alles so hässlich durchzustreichen. Wieso, man kann auch schön durchstreichen? Ja, das sieht aber trotzdem scheiße. So, Killer ist weg und so steht oh, da. Süß. So steht da ein ganzer Text ohne irgendwelche Fehler. Fick dich! Oh, Mann. Ja, das würde ich auch bei mir auf der Arbeit vorschlagen, wenn ich in Zukunft mit Dingen, mit Füllern schreiben, dann können wir das wegkillern noch. Ja, ist auch völlig richtig so. Ja. So, nee, ich schlag vor, dass wir gleich wieder mit Federn schreiben. Ja, hätte auch was. Hey, hab ich! Da hast du. Hieß er, das ist. Boah, ne? Schwör. Tor! Was guckst denn du so? Nee. Wie so ein trauriger. Wie so ein Schluck Wasser, das in die Kurve hängt. Guck nur so. Da ist der Ball. Gonzo. Ja. Wie so einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Tor. Ja. Gut erkannt. D-Punkt Rohle macht's. So wie so scheiße an. Beginnt doch schon mal gut gegen den BVB. Ja, hammer gut. Können ja schon 2-0 führen. Nö, dann wäre der Spielverlauf ganz anders gewesen. Ganz anders. Dann hätten sie gekontert und uns 5 Buden eingeschenkt. Genau. Mit einem Konter. Ja, klar. Wir haben Oliver Kahn da hinten drin stehen. Ja, der lässt nur 4 rein. 4 ist das Maximum. Dann wechsle ich mich selber aus. Dann wechsle ich mich selber aus. Go! Mich würde echt mal interessieren, wie viele Tore Oliver Kahn, also in einem Spiel, das höchste, was er reingelassen hat. Ah, stimmt. Interessant. So viele werden es nicht gewesen sein, ne? Ich denke nämlich auch nicht. 10 habe ich reingelassen. In einem Spiel. Das war Bundesliga gegen damals noch, hier, wie hießen die denn? Unterhaching. So, halbe Stündchen gleich vorbei. Das Vorteil! Das Vorteil! Ach. Ja, Vorteil, oh. Ja, Freili! Arschloch! Aua! In die Eier. So, da läuft jetzt Camero allen davon. Da liege ich gleich quer. Olli liegt gleich quer? Mhm. Wieso schießt du nicht auch gegen den Pfosten? Nee, das hat jetzt negative Auswirkungen auf den Spielverlauf. Kurz eingeschoben. Tor. Pech. Ja, wir schreiben die 32. Spielminute. Schön, sprichst du mir bitte wieder, ne? Gerne. Hoch funktioniert nicht, sag ich doch.
Das war Abseits, hätte sie flach gespielt, wäre das kein Abseits genau. gewesen. Ich! Ja? Da kannst du auch blöd gucken, aber so ist das. Süß. Weiter! Du scheiße Affengestalt! Na, oh, Grätsche! Ah, Glätsche! Wir liegen 2-0 hinten! Gegen Augsburg! Negativer Typ! Da hast du... Ja, fester ein bisschen, ne? Also, nächstes Mal bitte ins Gesicht schießen. Vielleicht springt er von da ja ins Tor. Aber richtig feste, ja? So ja. voll Anlauf. Steh so drauf. Als würdest du, als würdest du aufs Tor schießen. Ich helf mal aus. Oh Gott. Jetzt haben wir Bier wieder auf der Bank. Zweifelst du an den Aushilfsfähigkeiten von Oliver Kahn? Bevor du weitermachst. Ja? Das interessiert mich jetzt wirklich. Was denn? Höchste... Höhe! Höchste... Niederlage... Oliver! Oliver... Kech! Die Höhen und Tiefen des Oliver Kahn! Wir haben Höhen und Tiefen der Karriere Oliver Kahn zusammengestellt. Top der Anfang. Flop Ehrgeiz, der ihn fast auffrisst. Nee, aber das ist gerade uninteressant. Ich will einfach nur... Die höchste Niederlage gegen FC Schalke 04, was? 0-7. FC mal... Der nationale Titel, Geschichte... Das ist die Geschichte von Bayern. Ja, Clubrekorde. Höchste Niederlage, 9. Oktober 76. Ich glaube, da war Kahn noch nicht dabei, ne? Nee. Ich will nicht wirklich. Hoeneß tobt. Oliver Kahn, besondere Spiele bei Transfermarkt.de. Ja, da gucke ich ganz schief in die Kamera. Also hier haben wir, boah, die haben echt hoch gewonnen. Hm. Höchste Siege 16-1 gegen... Höchste Niederlagen, da. Da? 6-2 mit KSC damals noch. Ja, das wäre seine höchste Niederlage gewesen. Mhm. Beim KSC, bei Bayern wäre es ein 5-1 gegen Schalke. Ja, gegen Schalke. Und hier, das ist auch peinlich. Im Länderspiel 5-1 für Rumänien und da wurde er nach 45 Minuten schon ausgewechselt. Das heißt, super. Hätte er länger gespielt, wäre es ein 10-2 geworden. Ja, das ist ja peinlich. So, aber jetzt zurück zum Spiel. 5-1 bekomme ich auch nochmal wieder hin. Jetzt haben wir wieder was gelernt. Was ist das denn? Mein Controller ist leer. Och nö. Das ist traurig, ich könnte heulen. Och nö. Ach doch. Der schöne Contechler. Ja, dann musst du jetzt anstöpseln. Ja, dann gehe ich jetzt anschaffen. Ach ja, komm mal her. Boah, nee, ey, kaum ist er bei mir, sieht der Boden wieder aus wie hier. Ja, dann war ich ja nicht. Guck an, natürlich, als ja, du deine ekelhaften Schuhe ausgezogen hast. Ah, hast du alles an. Ausgekippt. Ja, ja, klar, hab ich erstmal hier, ja. ne? Den ganzen Schmutz. Den ganzen Schmutz. Ja, weiter! Immer! Weiter! Spaß da. Was willst du, du Opfer? Ich komm den leider hoch, Hoch kommst du? Klar. Hm. Gonzo! Meiner! 48. Minute, ein Tor! De Sanchez, González! Da mach ich's! Na da. Aber es war doch Sanchez und nicht der Olli. Sag ich doch. Wieder synchron fallen. Ist so. Ich fall auch hin. So. Vorteil. Klar, was ein Vorteil vor allem. Ja, ne? Eigentlich schon. Götze. Ja, die Latte bremst ihn ein bisschen. Was lachst du? Ja, die Latte bremst ihn ein bisschen. Da wieder die Lachen. Verbietest du es mir, oder was? Ja. Das war ein klares Foul. Das war ein klares Foul!
war. Hey, hey. Hey, hab. Raste der hier völlig aus, ey, so ein kleiner Spasti. Hey, wie so ein Urtier, ey. Hey, hab. Ja. Hey, hab. Da helfe ich auch, nicht nötig. Da helfe ich Ahu, nicht nötig. Ahu! Ja, Kevin wird wieder zum Werwolf. Ja klar, der Vollmond. Um mit Vollbild? Oder so. Ja genau, das Vollbild. Da läuft er. Da liegt er quer. Und trifft die Latte, natürlich. Das andere kann er ja nicht als Aluminium zu treffen. Außer Tore. Genau, richtig. Aber der Perfektionist im Lattenschießen. Ja, auch wenn Pat abends in die Disco geht, schießt er gerne Latten. Oder wird er gerne von Latten beschossen? Ja, so. Kacke, aber verliert hier den Ball. Seht ihr? Seht ihr, wie Kevin immer von sich auf andere schließt? Ja, klar. Jedes andere Mal, ey. Ist wieder Robben und passt dann in dem ungünstigsten Moment ab. Der Boss hat mich jetzt angerollt kommen lassen. Was ist dir angerollt? Ich auf deinem Rollstuhl. Oder dein Stuhl mit Rollen, meine ich halt. Mit der Rollengerät. Götze, Gündogan. So gesehen. Fick dich! Ich geh vorbei! Fick dich, Mutter! Eine Hure! Hey! Glanzstart! 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 Das heißt, die eine Pirouette fand ich der geil von ihm. Im ersten Klärversuch. Entschuldigung, wieso schreien sie hier an einem Sonntag so rum? Ach, da wird nichts gemacht, da wird auch nicht Wäsche gewaschen. Genau, der dübt den Assi von oben aber eh nicht. Und nebenan wohnt ja keiner. Robin! Wird gefoult. Oh, so. Freistoß! Ah, hammergefährlich. Weidenfeller wusste nicht, was er da machen sollte vorher. Weidenfeller! Hehehehe! So, jetzt das Zuspiel hier von Sturm auf den Dieter. Dieter geht vorbei an Pschk. Ecke! Hier, ich bin. Ich hab'n gemacht, einen Egger. Ah, oh, scheiße. Scheiße, hallo, aber nur manchmal scheiße. Sag wieder so aus und nicht, lass ihn durch. Nee. Ich bin Oliver Hecht. Ups. Ja, ups ist gut. Attentat hier. Aber guck mal, wie sein Pferdeschwanz wedelt, wenn er entlang läuft. Ja. Glanztät! Glanztät, genau. Glanztät, der Film! Ja, kennst du ihn nicht? Die Göttin? Genau, den Göttin. Zu spät abgespielt! Ich habe gar nicht abgespielt. Spiel doch, du Opfer! Ich wollte auch mal Robben sein. So wie du. Ich? Oh. Das war's! Das war's! Ja, schön, dass du das zweimal sagst. Sieger durch Tore Dortmund nicht. Ne? Behinderter. Seht ihr, wie er immer von sich auf andere schließt? Ist ja nur, weil er hier am Sabbern ist, ne? Wieso am Sabbern? Ja, weil du Minder bist. Sabber. Oh. Ja, hole Kniescheneentzerrung. Klasse. Gegen Mainz wird der Spacko nicht wieder fit sein. Aber erstmal geben wir ein Interview. Sie ihn Spacko? Rückspiel, lobe ich, dass Rückspiel also nicht stattgefunden hat. Yoga Love, steht das? Lass meine Möbel geschlossen. Nee, ich mach dir das extra auf. Guck mal, da liegt mein Ball drin. Mhm. Schön. Der eine von zweien. Oh, zwei. Achso. Der war low. So. Ja, dann danke schön fürs Zusehen und bis zur nächsten Partie gegen Mainz. Fick dich.